Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video machen wir die Goodiebox März auf. Ja, Design ist ganz gewohnt wie immer. Hier vorne ist es so ganz, ganz Pastel-Pfirsich-Farbe. So, schauen wir mal, was hier zu sehen ist. Als erstes haben wir hier von Kamameyu ein stabilisierender Pflege, also für den pH ist es gut, wenn man Wasser oder Seife benutzt hat. Und ich kann euch auch sagen, das kostet 27 Euro, diese Pflege. Das werde ich auch unbedingt probieren. Vielleicht könnt ihr sehen, also meine Haut am Gesicht ist in letzter Zeit wirklich sehr, sehr trocken und komisch auch. Also das werde ich heute Abend testen. Als nächstes haben wir hier von der Marke Comme Dux oder Du, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Das ist ein Lip Oil und das kostet 18 Euro. Wow, also ein Lippenöl. So sieht es aus, es hat so eine Cherryfarbe, aber ich denke nicht, dass es die Lippen färbt. Also 18 Euro für ein Lippenöl, dann muss es schon gut sein. Als nächstes haben wir hier von der Marke Phase Zero die Farbe Queen. Das ist ein Metallic Eyeshadow, also ein Metallic Lidschatten. So sieht es aus, also ganz einfacher Design. Wow, aber die Farbe ist richtig schön. Oha, ich habe wirklich ein ganz, ganz bisschen... Oh ja, meine Hand ist voll braun. Vielleicht könnt ihr das sehen. Wow, also das ist echt krass. Und das kostet 11,50 Euro. So ein kleines Ding. Als nächstes haben wir hier von der Marke Nire, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist so ein Silikon-Gesichtsreiniger. Das hat hier so kleine Bildchen drauf. Hier kannst du deinen Finger so reinstecken und so dein Gesicht. Oh, der Goodiebox riecht immer so gut, so richtig gut nach Spa. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn ich diese Box aufmache, ist es immer so, oh, ich bin gerade in einem Spa und ich kriege gleich eine Massage. Also das ist richtig, richtig gut. Und es kostet 5 Euro. Als nächstes haben wir hier von der Marke Beaver Cherry Blossom Conditioner. 40 Milliliter. Also das ist ein... Haarconditioner, Haarspülung. Balance, soften and weightless. Und das hat auch ein pH von zwischen 4,5 bis 5,5. Ich weiß nicht, ob das anders oder das nicht normal, unnormal ist, diese pH-Wert. Aber ich könnte mir vorstellen, weil die draufschreiben, ist es vielleicht ganz gut für die Haut. Beziehungsweise für die Haar, Kopf, Haut. So. Und als letztes habe ich gesagt, wie viel das kostet? Nee, das kostet so circa 22, 25 Euro, wenn ich das so prozentual ausrechne. Und als letztes haben wir hier von der Marke Model Co. einen Lippenstift in der Farbe Rhubarb. Ja, das hat so Bullet-Form. Und Model Co. ist auch eine relativ teure Marke, genau. Das kostet auch 20 Euro, diese Full-Size-Produkt. Ja, aber die Farbe ist echt schön. Also das kann ich mir auch für Frühling ganz gut vorstellen. Aber auch für Herbst und Winter. Also echt schöne Farbe. Ja, das war's. Ich weiß, das habe ich jetzt ganz, ganz kurz gehalten. Aber vielleicht habt ihr das gemerkt, ich bin in letzter Zeit komplett weg. Ich habe so viel Arbeit und auch privat so viel zu tun. Wir sind am Immobilienerwerb und beruflich muss ich mich auch ein bisschen ja, anpassen sozusagen. Und ja, deswegen habe ich leider gar keine Zeit, Videos zu machen. Deswegen mache ich noch schnell zwei Videos fertig, wenn ich es noch schaffe, bis mein Freund nach Hause kommt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!